Ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Serials und wir machen wieder da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Ich habe jetzt einmal 10 Minuten gewartet und gucken mal auf den Stoffwechsel. Wir sind von 17 auf 7% runtergegangen, was unser Ausdauer-Negativwert uns abgezogen hat. Das ist schon mal einiges. Also ihr seht, da muss schon ein bisschen was gemacht werden, immer wieder. Ja, also in der letzten Folge haben wir bestimmt auch wieder dreiviertel Stunde gespielt und uns nicht ausgeruht. Und folgedessen kriegt man halt dann bei der Ausdauer immer wieder halt dann dementsprechend die negativen Effekte zu spüren, indem man dann einfach Ausdauerpunkte abgezogen kriegt. Was aber ja realistisch ist, sage ich einfach mal, ne? Weil wir sind ja jetzt vom B2-Bunker in der letzten Folge hoch nach Spekuwina. Ja. Und dann natürlich 2 Runden Spekuwina. Dann natürlich haben wir unsere Sachen instand gehalten, Axt gecraftet. Dann sind wir natürlich hier vorbei bis nach Mirkovic. Hier noch gelootet, unsere Axt wieder geschliffen. Ja. Und dann sind wir strange durchgelaufen und haben hier in dem Bereich natürlich dann auch noch einmal Oliven gefarmt, um Ruhmpunkte zu kriegen, weil du brauchst ja mindestens 40 Ruhmpunkte, um beim Händler überhaupt was machen zu können. Ja. Verkaufen geht auch ohne Ruhmpunkte, da braucht er keine Angst haben. Aber es ist halt, ja, nicht so einfach, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Jetzt haben wir 133 Ruhmpunkte. Ja, sollte eigentlich schon recht gut passen, dass man da zumindest das mal einkaufen kann, was wir vielleicht dann auch benötigen. Ist halt immer so die Frage noch. Vielleicht kommen wir auf 140 Punkte. Ah, da sind wir ja schon beim Händler. Dann wird es jetzt auch gleich interessant. Ach ja, hier, wenn er mit den Autos reinfahrt, achtet auf das 2-Stunden-Limit, sonst ist euer Auto weg. So, jetzt gehen wir gleich einmal hier zum Militärfuzzi. So. Was haben wir denn da, alter Schwede? Verkaufen wollen wir. Was können wir denn verkaufen? Das. Der bringt gar nichts. Echt? Ein K6, 3 Helm?
Oh, 50er BMG, 1900, fast 2000, weg mit. Geht A weg. Geht A weg. Geht A weg. Kriegen wir schon was zusammen. Das brauchen wir. Die brauchen wir nicht. M1911 brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Block brauchen wir auch nicht. Was haben wir? 6000. Rums hat's gemacht. Das seht ihr mal, ne, was da geht. Also, da geht einiges. Definitiv. Halleluja, sage ich da nur. Na, können wir die wieder anziehen, dann können wir das dahin tun, das dahin, hierhin, dahin. Ja, Geld tun wir dahin. Setzen wir es halt auf. Das tun wir da rein. So. Ist immer noch verbuggt hier, diese gelbe Ausgangsbutton zum Abbrechen. Einfach auf Escape drücken, dann seid ihr wieder draußen. Sind halt die komischen Entwickler, die machen immer komische Dinge. Und dann funktioniert wieder was nicht, was vorher funktioniert hat. Welcome, welcome. Feel free to. Here's what I've got. Let's see Lieber your BAF. Händler. Nicht labern, einfach machen. Der bringt hier auch nichts, okay. Dann nehmen wir mal das, du mal weg. Und du mal das weg, das weg, das weg. A weg. Du mal A weg. Pulli, du mal A weg. Natürlich tun wir das auch noch weg, das Zombie-Augle. Na, die Hose können wir auch weghauen. Was haben wir? 830 und top drauf. So. Was wären das? 182. So, die und verkaufen braucht man auch nicht. Braucht den Scheiß. So. Und dann haben wir ja schon wieder einiges, ne? Zack, zack. Ist doch wunderbar. So. Make sure to stop. Ah, warte mal. Welcome, welcome. Here's what I've got. Okay. Will man das sagen? Let's see what you have. Here's what I've got.
Let's see what you have. 192. Here's what I've got. Let's see what you have. So. Make sure to stop. Kauft er vielleicht den Helm? No, Leute. Either buy or get lost. Prices are not negotiable. If you want me to buy that, you better give me good price. Kaufen, ja. Weg mit dem Scheiß. Zubehör. Haben wir da. Boah, 240. Leck mich am Arsch. Müsste doch 240 Punkte brauche ich. Verdammt, das sind nochmal 100. Das ist heftig. Das ist heftig. Das ist richtig, richtig heftig. Alter Schwede. Pistolen. Da können wir noch nicht viel machen. That thing registered. Die MP5. Kidding. Nobody cares. Die können wir verkaufen. Ja, komm. Verkauf was. Bringt ja nichts. Wenn ich keine Magazine habe und nix. Verscheppermasse. So. Guns come unloaded. Security reasons. Obviously. So, vernünftige Schuhe. Ach du Scheiße.
80, 5500. That thing registered? Kidding. Nobody cares. Guns come unloaded. Security reasons. Obviously. Dann schauen wir jetzt einmal. Ja, nehmen wir doch einmal einen schwarzen. Die 500 können wir zahlen. So, haben wir das schon einmal. Guns come unloaded. Security reasons. Obviously. Stay safe. Haben wir noch eine gescheite Hose? Hosen findet man ja nicht so oft. Alright, let's do this. Stay safe. Welcome, welcome. Here's what I've got. Let's see what you have. Make sure. Was ist denn das? Topf? Warum steht hier ein Topf? Kann mir jetzt jemand erklären? Naja. Suicide. Optionen. Anwenden zurück. So. Greetings, valued customer. Machen wir uns meine Gold. Ja. So, das habt ihr auch gesehen, wie das hier funktioniert. Das ist die Bank. Hier habt ihr keine Limits. Ja, also könnt ihr auch größere Geldbeträge ein- und anzahlen und abheben. Der Inder ist da halt, ja, ein bisschen flexibler wie die Geldautomaten. So, jetzt haben wir natürlich... Irgendwo, ja, da oben natürlich, unsere Liebe, Liebe. Karte. So. Dann würde ich doch einmal sagen.
Jetzt mache ich das jetzt mal hier hin. Eins, zwei. Das mal alles da hoch machen. Es ist hier einfach viel, viel zu warm. Sieht aber doch relativ gut aus, muss man schon sagen. Jetzt haben wir zumindest mal 1315 Scum-Dollars, falls man mal einen Sektor spawnen muss oder so. Ausruhen. Oh, ein Biwak. Holztruhe, okay. Muss man aber dann schon ein bisschen verstecken hier, ne? Sonst ist sie weg. Bin viel zu gutmütig für diesen Server, sehe ich schon. Erstmal mal das MRE, machen wir schon seit Ewigkeiten mit uns rumschleppen.
Und dann würde ich ja mal sagen, wo lassen wir uns denn mal nieder? Ne? Jetzt wird es ja langsam mal an der Zeit, uns ja mal ein bisschen was zu bauen. Hier wäre vielleicht dann noch mal was Feines. Ja, muss mal in der Stadt noch ein bisschen Sachen craften oder vielmehr Sachen sammeln, craften weniger. Ja, brauchen wir Schrott, brauchen wir Nägel. Stoffstreifen wird alles benötigt für die Flagge. Also ihr seht, ihr kommt im Endeffekt von einem Auftrag in den nächsten rein und ja, braucht letztendlich dann auch wieder immer wieder neue Sachen. Ja. Jetzt haben wir einen Wanderrucksack, weil den finde ich so schlecht. Deswegen habe ich mir den gekauft. Ja, das mit der MP5 hat er noch nicht so hingehauen. Macht aber nichts. Folgedessen kann man da natürlich dann auch ein bisschen gucken. Ne? Munition, 9 mm, 0,45er kann man machen. Ja, kann man immer mal brauchen. Aber am Anfang ist halt das Geld wichtiger wie jetzt Munition oder sowas horten. Ja, also eine 50er BMG, bis ich mal eine M82 finde oder ich mir die kaufen kann, vergeht noch eine Zeit und bis dorthin finde ich bestimmt wieder so ein Munitionspäckel. Ja, muss man einfach auch einmal so sehen, wie es halt ist. Ja. So, 4. Was braucht man denn eigentlich für die Flagge? 10, okay. Auch 10. 2 Bolzen. Oder 2 Nägel, okay. Wird ja schon mal interessant werden hier. Aber wie gesagt, eine kleine Butze oder so braucht man schon. Und da ich ja auch ganz gerne immer mal was baue, ja, werde ich das auch jetzt wieder tun. Und zack, schon haben wir unsere 2. Haben wir das auch schon? Ist ja eine geile Sache hier. Da geht ja was. Aber wir gucken natürlich, dass wir hier noch ein bisschen mehr zusammen kriegen. Also ich mache immer wieder die Tür zu, dass mich kein Zombie beim Looten erwischt. 2 Einheiten, das bringt nichts. So, 3. Meine Nadel. Waren wir schon. Auch schon was. Kann man da auch noch meinen machen. Bei Nagel und Bolzen braucht man natürlich auch für Toolboxen.
Und es ist richtig genial, wenn man Toolboxen selber bauen kann, gerade wenn man in der Walachei ist. Deswegen schaut, dass ihr Toolboxen bauen könnt, wenn es nochmal an den Basebau geht. Haben wir denn 1, 5, 13, 14, ja, reicht eigentlich. Ein Schrott reicht. Mehr brauchen wir da jetzt nicht. Eine Lampe ist zwar gut, aber die ist verbuggt. So, machen wir ein bisschen Entspannungsmusik als Hintergrund. So. Dann haben wir das auch. Mal schauen, noch ein bisschen ist er dezenter, so sollte jetzt so passen. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob er dann das auch so mögt, wenn so ein bisschen Hintergrundmusik ist. Oh, ein Schraubendreher. Halleluja. Jetzt sind wir im Geschäft. Jetzt geht es der Punk ab. Das sagen die immer alle zu mir, das findet man nicht. Sind ja alle drauf. Mitnehmen. So. Was haben wir denn hier? Kakaopulver. Okay, Kochen ist noch kein Thema. Thank you.
So, jetzt gibt's Saures hier. Da. Und gib ihm! Ja, tänzel mal aus. Hier, da, was du schlägst, da, was noch. So, ihr lieben Zuschauer, jetzt kriegt er doch noch ein bisschen was geboten. Lass mir doch nicht meinen Rucksack kaputt machen. Boah. Schlägt mich. Planet Wechsel. Schlägst du mich, ja? So. Ja, jetzt komm. Komm. Also. Ruhe hier. Dann natürlich gleich mal gucken, was wir uns da eingefangen haben. C1. Jetzt schon. Pizza-Kochbuch, okay, nehmen wir mal mit. Okay. Schauen wir mal, Stoffwechsel. Also hier seht ihr jetzt das ganz gut. Die externen Krankheitserreger. Und das Immunsystem müsste das Immunsystem eigentlich noch packen. Trinken wir mal alles.
mal jetzt hat mal ein improvisiertes Nähset. Braucht noch ein bisschen was. So. Und dann, wenn wir da jetzt uns ein bisschen erholt haben, so hier an diesen See gehen. Mal schauen, ob wir da ein schönes Plätzchen finden. Müssen wir halt mal schauen. Ja, es ist schon fast ausgeheilt. Weg. Ja, schon wieder hier.
Mit Ausdauer. Ihr habt jetzt gesehen, wie schnell die Ausdauer in einem Kampf weg sein kann, ne? Villa des Instituts. Snow, Nick und Daniel. Okay. Hübsche Villa. Sorry. So. Ada Wong auf ein freier Flur. Mal sehen, was da ist. Echt jetzt? Limo-Dosen. Das ist ja nichts.